Hallo und willkommen zurück. Ja, den Waffenbunker habe ich jetzt größtenteils soweit fertig. Oberfläche abgebaut. Will jetzt auch nicht zu lange hier rum, Doktor. Und wir schwingen uns jetzt ohne Lichter zu den anderen Zahnlosen. Zweiter Waffenbunker oder Xenoradar? Gucken, ob das der gleiche ist. Wenn ja, geht's nach Xenoradar. Ist der gleiche. Schwupp, die tauchen aber oft im Doppelpack auf. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Das blöde Ding da hinten macht nämlich noch Schieß, Schieß. Ne, macht's nicht mehr. Ne, macht's nicht mehr. Haben wir ja alles geklärt. Genau. Auf in die Radarstation. Ja, ich wurschtel mir hier wieder einen ab mit dem Schiff. So. Ja, muah, da sind wieder die Gizmos drin. Uah. Na gut, nicht versteckt landen, sondern direkt mit der Tür ins Haus fallen. In Ordnung, verstanden. Oh, es backt wieder rum, das ist nicht so cool. Das ist beim letzten Mal verschwunden. Würde ich ungern nochmal riskieren. So, Jungens. Ich hasse Gizmos, ehrlich. Wird Zeit für Handgranaten, gerade für diese Viecher, ehrlich. Stirb einfach, stirb einfach. Hab dich doch nur einmal angeschossen, warum stirbst du denn davon? Und habt euch wieder gegenseitig beschossen. Würde mich nicht wundern. Ja. What? Da wurde ein Fisch gefrühstückt. Da. Ein Pilzchen gefunden. Ich habe auch mal wieder kein Medikit am Start. Gehe ich erstmal hoch. Ein Alienparasit hat dich infiziert. Ah, jetzt geht's los. Gleich kriege ich mir irgendwas aus dem Bauch. Nein! Nein! Oh Mann, oh. Fehlnummer 7000. Ach, brauchen wir schon gar nicht mehr zählen, ne? Hüpfhilfe, du. Also. Eieiei. Ganz voll werden lassen. Ich nichts gegen Parasiten. Echt nicht. Boah, ich muss mich echt mal besser ausstatten. Das geht so nicht mehr weiter. Meistens haben die Zyraks, die mit den Viechern zu tun haben, auch was gegen Parasiten dabei. Noch nicht. Ich habe mal schnell. Wo warst du denn? Gift bist schon mal los.
Also aber schnell an die Zyraxen. Kein Gegenmittel. Noch zu viel Leichen. Waren viel mehr. Naja. Haben wir. Ach Gott, ja, das ist die 0815 Aktion. Aber Autominer Kern sagt man nie nein. Ich hab wieder Hälfte stehen. Schalten wir mal Licht um. So. Ein Taui davon. Da geht schon raus. Auch, glaube ich, auch nur Hullblocks. Ja, ja, genau. Ganz alter Ding. Okay. Habe ich gerade anstatt Kampfkatze Döner-Taxi gelesen. Oh Gott. Na, komm. So, hier könnte noch was sein. Ups. Okay. Naja, könnte. Nicht, dass es so ist. Okay, Hullblocks, Nutzel. Da habe ich jetzt nicht so viel von. Ja, Weichei. Ups, nicht mein eigenes Schiff demontieren. Zack. Okay, wollt nicht. Der Restrum auch nicht, ist im Moment noch ziemlich knapp damit. Satium aber. Nein, nicht wieder runter. Och, Manno. Ernsthaft jetzt? Ich muss den Parasiten jetzt erstmal loswerden. Hopp. Ups. Ich sag euch, das Jetpack. Ja gut, ich meine, ich habe auch ganz bescheidene Dinger da drin. Muss mal wieder einen Jetpack-Booster einbasteln. Zack, dann fliegen wir mal zum nächsten. Hopp. Hier wird ein bisschen Zeit beanspruchen. Mal, dass wir hier das Zeug noch in eine Frachtbox laden. So. So. Ist wieder die gleiche wie gestern, ne? Ganz ehrlich, dann spare ich mir die. Suchen wir uns einen neuen Punkt. Ich hatte mal irgendwo einen Marker gesetzt. Der da. Da ist wieder Spaß. Ah.
Ups. Denke, dann fliegen wir vorher nach Hause vorbei, holen uns was gegen. Ja, genau da. Unseren Parasiten. Einen kleinen Untermieter. Und dann schauen wir uns die anderen da an. Da habe ich schon ganz schön was zusammengeguckt. Da ist einiges los. So wie hier, so 3-4 Stück im Pack. Ja, die haben wir auch schon weggebombt. Überall nur noch Ruinen. Ja, wir sind noch keine 24 Ingame-Stunden auf dem Planeten. Irgendwie tun da die Standard-Poise erst regenerieren, glaube ich. Werden wir sehen. Ja, dafür müssen wir uns eh wieder fitten. In Lämpchen und all das Zeug müssen wir uns wieder gesund reparieren. So, ein Lämpchen und 2 Scheiben. Hoffentlich kriegt er sich wieder ein und macht jetzt nicht wieder den Dauerreparateur. Er hat sich eingekriegt. Sind wir bei 100%? Sehr cool. Zack, zack. Kriegst noch ein bisschen davon. Gegen den Parasiten gibt es doch auch ein Teil. Egal. Erstmal nach oben. Guck mal gleich, dass wir uns da das medizinische Gerät für bauen. Ah, ja. Geht's uns schon besser. Den Garten abarbeiten. Müssen wir ja auch was essen. Komm mit. Na, komm. Okay. Darüber. Ja, ist Stamina wieder leer. Sehr schön. So, 2, 8. Gucken, ob er jetzt wieder irgendwas verschluckt. Es kam noch hier. Der Mais auch. So. Gebufftes Food. Koffer. So, jetzt bauen wir uns mal eben so ein elektronisches. Ist schon durch. Medizinisches Gerät, genau so war das Wort. Schon mal ausschalten. Der produziert noch. Hinten ist noch angehangen, aber da können wir noch ein paar mehr hinhängen, denn da ist noch einiges drin. Komponenten. Zap. Okay. Fühlt sich so ruhig hier, ne? Sprengbomben ist in Ordnung, aber ich will jetzt Dekorationsblöcke. So einen brauche ich. Und da ist er fertig. Sie helfen ja gegen verschiedene Sachen. Gebrochenes Bein und Strahlungserkrankung, Verstrahlung.
Gegen Alienparasit, gegen gebrochenes Bein, offene Wunden, gegen Lebensmittelvergiftung und Giftbiss. Also schon Alienparasit. Und das Gerät sieht echt nicht cool aus. So, dann können wir uns da einfach F und dann haben wir zukünftig das Ding weg. Brauchen wir uns da nicht mehr drum kümmern. So. Taschen leeren. Kriegen wir da gleich nichts mehr drin. Das gehört auch alles zum Alltag, nicht nur Joho, sondern zwischendrin muss man leider auch die uncoolen Sachen machen. So, Erze. Erze, das kann man direkt mal in die F2 schmeißen. Waren ja auf ein größeres Schiff. Auch Erz, das gehört auch da rein. Lager ich im Moment auch da, warum auch immer. So. Dennoch. Okay, das sind alles die kleinen, ne? Ja, das ist praktisch. Die können ruhig da bleiben. Brauchen wieder Platz für den nächsten Loot. Ernsthaft? Okay, was haben wir hier? Magnesium, Erz, 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 Holz. Egal jetzt. Auch dahin. Da kann man wieder was in F2 schmeißen. Mal wieder nicht per Shift geht. Okay, Bohrerladung brauchen wir auch so gut wie nie. LSG, ne? Ja, du bleibst. Ach, ich habe ja jetzt so ein episches. Aber ich mag die Minigun eh nicht. Die bleibt eh im Schrank. Upgrades setzen. Die ja nicht hier waren, sondern da. Eieieiei. Man sieht, ich habe halt immer noch keine Ordnung gemacht. Wird aber langsam Zeit. Goldene Box, Taler, passt. Okay. Ah, ja. Oh, doch noch nicht so. Okay, was haben wir hier? Das kann bleibt erstmal da. Dafür kommen Spritzen. Hier machen wir jetzt komplett Med raus. Gegengift ist auch in Ordnung. Aber sonst noch was? Zimmer, Zimmer, Zimmer. Adrenalin. Dafür kann ich dich mitnehmen. Ich. Das passt da auch noch rein. So. Jetzt geht's wieder mit Klick. Nee, das geht nicht, habe ich da vorhin schon gesagt. Nee, Holz brauchst du auch nicht, ne? Kommt nur Stahl rein. So, wir haben es geschafft. Blip, 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 blip. Das Ding ist so driete. Ich auch schenken können. Schlechter als T2. Echt traurig. Einen Überblick. Komm, erstmal den Zeug in die Kiste. Jetzt echt Erze reingelegt, anscheinend. Mehr? Ja, das noch. Erze.
Auto meiner. Und zwar, oh, super, wir können echt bald von Autominern leben. Nur noch ein Planetchen suchen, wo wirklich alles ist. Oh, man darf echt keine Sorgen mehr machen. Geil. Also da, wo wir dann die Autominer aufstellen und regelmäßig absammeln. Noch was? SG-Ladung ist klar. Wasser weg. Zwei Sachen noch. Okay, nur am Hin- und Herlatschen. Einfach noch keine Ordnung. Prometheumzellen machen wir hier. F2. Und das. Okay. Aufbruch. Schiff ist wieder heile. Einsteigen. Feuer geben. Ne, Feuer hat. So. Auf zum New Maker. Xenor da. New Maker. 7 Kilometer. Viel zu weit. Also durch die böse, böse Barriere. Beste hoffen. Und das Schlechteste erwarten. Ach, jetzt habe ich das Sasko mit. Egal. Da ist er. 700 Meter. Tudun. Okay. What the hell? Ich hätte doch einen Marker bei den ganzen Poys gemacht. Xenoradar MK2 ist das. Nee, nee, nee. Okay. Bei MK3. Na komm. Volle Generatorenauslast 100%. 103 sogar. Okay, ich meine, das dauert jetzt einfach zu lange. Ich fliege da noch hin und dann starten wir die nächste Folge direkt im Kampfgebiet. Daran an der Stelle danke fürs Zusehen und ja, dann bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht zu kommentieren und zu bewerten und bis dann. Ciao, ciao.